Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum kleinen Guide für Starfield. Wie ihr hier seht, ist hier einiges an Waffen vorhanden. Selbst legendäre waren in meinem ersten Testlauf damit bei. Und das sind hier eine ganze Menge, teilweise 10 Stück. Hier 8, da haben wir nochmal 10, 4, 6, 8, 8. Eine ganze Menge Waffen. Wie gesagt, geht das ganze Spektrum durch, sogar bis legendär. Jetzt habe ich es gerade noch nicht geschafft. Das war gerade noch mal so ein kurzer Testlauf hier. Und ja, das hier kam jetzt wirklich innerhalb von, ja, 10 Minuten kam das zusammen. Ihr kennt die Verkaufspreise. Da kommt ordentlich was zusammen. Vor allem, wie gesagt, guckt auf die Anzahl. Ihr macht hier einiges bei den Händlern an Kohle und müsst mit Sicherheit auch einige Male schlafen. Natürlich kam auch dementsprechend vieles an Munition mit bei. Viele hunderte Schuss. Gut, hier oben dürfen wir jetzt nicht ganz rechnen. Da waren 1000 vorher schon da. Hier unten waren vorher auch schon mal irgendwie 1200 da. Aber das ist so die Ausbeute in 10 Minuten. Ja, wie dieser Glitch funktioniert, werde ich euch jetzt zeigen. Bleibt dran und dann hoffe ich mal, dass das Ganze bei euch genauso funktioniert. So, wir gehen also auf einen x-beliebigen Planeten. Ich bin jetzt, wo bin ich denn jetzt gerade? Irgendwo war ich hier vorhin noch zum Leveln. Genau, ich bin hier auf Bohr, auf dem äußersten Planeten. Kommt ihr auch hin, ihr braucht dafür keine 30 Lichtjahre. Es reicht, wenn ihr ein Schiff habt mit 22 Lichtjahren, dann könnt ihr auch die Strecken hier problemlos überwinden. Überhaupt kein Problem. Das geht wahrscheinlich auch auf jedem anderen Planeten. Ich habe es da jetzt nicht ausprobiert, wie gesagt, weil ich hier sowieso zum Leveln war. Das Ganze läuft folgendermaßen ab. Ihr geht ins Baumenü und setzt euch die Waffenkoffer. Waffenkoffer kosten je ein Polymer und ein Titan. Das kriegt ihr bei so gut wie jedem Händler. Und ja, dann stellt ihr euch einfach mal den ganzen Kram hier so auf, so wie ihr das gerade an Menge habt. Daraufhin geht ihr einmal zum Schnellspeichern. Und sobald das oben ausgeblendet ist, geht ihr auf Spielstand laden. Und zwar den Schnellspeicherspielstand. Und siehe da, alle Waffenkoffer sind voll. Wie gesagt, das kann variieren. Das ist viel normaler Kram. Das kann aber auch alles andere sein. Bisschen zu legendär. Hier haben wir eine blaue Waffe mit bei. Ist alles möglich. Später im Verkauf. Gerade die Munition bringt auch nochmal zigtausende. Die Waffen bringen auch zigtausende. Ja, und damit, ne? Leute, geht super. Jetzt löscht ihr euch den ganzen Kram hier wieder. Ja, irgendwas greift da gerade an. So, ihr löscht euch den ganzen Kram wieder. Oh. So, genau. Deswegen war ich eigentlich hier. Schön zum Leveln. Aber so geht es dann. Ihr packt euch einfach die Koffer später wieder ein. Dann geht ihr wieder erneut ins Baumenü. Stellt euch die ganzen Koffer hier wieder hin. Geht dann wieder aus dem Baumenü raus. Geht auf Schnellspeichern. Und dann könnt ihr gleich danach wieder euren Schnellspeicherstand laden.
den ihr gerade erstellt habt. Und auch jetzt sind die gerade eben noch leeren Waffenkoffer. Siehe da, sie sind voll. Und wir können das Ganze erneut looten. Es ist total random, was drin ist. Wie gesagt, da kann auch richtig gutes Zeugs drin sein. Ja, und so haben wir dann schon wieder einiges an Waffen damit zu bekommen. Auch natürlich hier in x-facher Ausfertigung wieder mit bei. Ja, und so fahrt ihr einfach zum nächsten Händler, könnt ihm das ganze Zeug wieder verkaufen. Und so habt ihr innerhalb von weniger Minuten einfach massig an Kohle zusammen. Und für mich der schnellste Weg, ich denke mal, von dem, was ich jetzt auf Tasche habe, von dem, was ich hier jetzt mit drin habe, wie gesagt, das war vorhin so eine 10-Minuten-Tour. Ich denke mal so 100.000, 200.000, 100.000, denke ich mal, werden wahrscheinlich drin sein. Ich werde den ganzen Kram mal verkaufen und werde das später nochmal hinten dranhängen, damit ihr auch seht, was in 10 Minuten plus jetzt 2 Minuten vielleicht in 12 Minuten dann zusammenkam. Ja, und das würde ich sagen, das Ergebnis zeige ich euch gleich. So, wir sind in Aquila angekommen auf Cheyenne und wir sehen hier gerade 107.068 Credits haben wir aktuell. Die Stadt überrennen. Und ja, ich würde sagen, wir starten das Ganze mal durch hier mit dem Verkauf. Wir nehmen natürlich erstmal jede Verkaufsstelle mit, solange wir das gerade noch können. Da kriegen wir die noch mit bei. So, und dann gehen wir die Händler mal durch. Wir werden alle Händler definitiv mehrfach leerräumen. Erledige deine Geschäfte am hier. Oh, okay. Der ist noch gar nicht wieder einsatzbereit. Das heißt, dann gehen wir erstmal hier vorne bei. Die Handelsaufsicht geht. Was führt dich zur Hand? Jetzt spricht. Ja, der hat noch mal ein Geld vom letztes Mal, als ich hier war. So, und wie ihr seht, der ist auch schon wieder runter damit. Wir haben jetzt schon 30.000 eingenommen und wir sind nicht mal angefangen mit dem Verkaufen. Also nicht mal richtig. Das heißt, ich werde den ganzen Kram mal verkaufen, dann ziehe ich Resümee und dann gucken wir mal gleich, was zusammengekommen ist. So, und jetzt sind wir soweit, dass wir die letzte Waffe verkaufen, die wir noch haben. Und dann können wir mal Resümee ziehen. So, ich habe nämlich jetzt alle Waffen und alle Munition verkauft. Und da sind bei sage und schreibe 10 Minuten sind insgesamt bei rumgekommen. 215.038 Credits. Ja, innerhalb von 10 Minuten. Natürlich kennt wahrscheinlich auch jeder die Truhe mit 160.000 Glitch, aber ja, ist auf jeden Fall machbar mit ganz, ganz wenig Einsatz. Über 200.000 in nur 10 Minuten zu packen und das geht auch problemlos für Anfänger, egal auf welchem Planeten ihr das versucht. Und das mit den Credits ist sehr überschaubar für die Waffentruhen. Und ja, damit würde ich sagen, habt Spaß damit und probiert es aus. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es bei euch gelaufen ist. Und dann würde ich sagen, macht euch einen schönen Tag, macht euch einen schönen Abend. Bis dahin und ciao.